Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zurück in einer neuen Folge von neuen Stadtbauprojekt in Minecraft. Eine Woche ist ins Land gezogen seit der letzten Folge und das war beabsichtigt derweil noch. Wenn das Crash Bandicoot Let's Play zu Ende ist, dann wird Minecraft diesen Platz wieder einnehmen und dann gibt es auch wieder mehr Minecraft. Ja, wie ihr seht, mein Inventar ist ziemlich leer. Was ist der Grund? Ein Creeper! Ja! Dieses vermaledeite. Ich habe relativ viele Satzverstärkungswörter verwendet, nachdem der mich gesprengt hat. Ich habe jetzt eigentlich alles verloren, was nur irgendwie geht. Ich habe noch Mampf, das ist sehr gut. Ich habe noch bisschen Holz, das ist auch sehr gut. Einen Stick. Sticks werden wir uns gleich machen. So viele Sticks vielleicht nicht. Und hier brutzelt irgendwo. Ah ja. Metall. Schon etwas mehr. Weil ich bin in einer Höhle und hier gibt es auch schon die ersten Diamanten. Ich habe mich hier straight nach unten gegraben. Oben steht schon was. Ein erster Teil. Den schauen wir uns dann gleich an. Ich brauche das Metall, um einiges jetzt zu kräften. Ist ja eigentlich logisch. Und ja, ich komme ja gleich zu euch da drin. Legen wir einfach los. Brustplatte. Ups. Eine genügt. Spitzhacke. Schaufel. Nee. Nee. These boots are made for walking. So, das legen wir mal alles an. Somit bin ich schon mal ein bisschen gewappnet für da drin. Schild vielleicht noch. Schild. Emma. Ganz wichtig, Emma. Einmal ganz wichtig, werde ich einige brauchen. Hier gibt es auch ein bisschen Lava, was ich so gesehen habe. Ich habe schon etliches am Fackeln verteilt, also ich müsste mit ein bisschen weniger gegen, da ist schon wieder ein Creeper, gegen wir zu Rande kommen jetzt. Ich habe da unten irgendwo habe ich Dias gesehen, das weiß ich, aber der da macht mir Sorgen. Ja, da hinten sind die jetzt. Da sind auch welche. Oh, da oben sind auch welche. Yummy, yummy. So, mal schauen, ob ich mich an den... Warum nehme ich eigentlich das Steinzeug, wenn ich doch das hier habe? Da sind zwei Creeper. Nicht, dass wir die am Ende dann noch die Dias wegsprengen, das wäre gar nicht gut. Ich brauche die Dinger, damit ich zumindest eine Spitzhacke machen kann und ein Netherportal dann bauen kann. Weil ich brauche auch natürlich für meine Stadt einiges aus dem Nether, das ist ganz klar. Beleuchtung etc. pipapo. Vor allem Beleuchtung. Hat er wenigstens den anderen auch erwischt? Nö, hat er nicht. Scheibenhonig. Jetzt ist aber Ruhe hier, oder? Ich höre ein Skelett. Und ich habe die Hosen voll.
Und wie ich mein Glück kenne, ist direkt darunter Lava und die Dias sind weg. Nicht mal. Aber nur die zwei? Nicht mehr? Das will ich fast nicht glauben. Ich muss es wohl glauben, weil es sind nicht mehr. Aber da oben habe ich ja noch Chance und da hinten habe ich gesehen, sind ja auch noch welche. Also diese Leuchtflechten, das ist doch wohl der größte Kack, den es gibt. Auch nur die zwei. Tatsache. Das ist doch Schmu. So, aber du da oben, du bist jetzt mein Diamantesel. Goldesel will ich nicht sagen, weil Gold ist was anderes. So. Na. Ja, einer. Was ist denn das für eine miese Ausbeute, bitte? Das ist doch richtig Schikane, oder? Nee. Ja, blöde Fledermaus, ne? Wollen die mich verarschen? Komm, das machen wir jetzt nochmal. Machen wir doch nicht. Okay, sind hier noch irgendwo welche? Na, da nach unten will ich noch nicht gehen. Dafür fühle ich mich noch ein bisschen zu verletzbar. Ja, nehmen wir das Gold auch mit, weil irgendwo... Es hat ja doch in ganz geringer Weise einen Sinn gekriegt. Aber in ganz geringer Weise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seitdem Mojang an Microsoft abgegeben hat, ist Minecraft irgendwie nicht mehr so ganz das, was es war mit den Updates. Vor allem, weil, schaut euch das mal an, das ist eine riesen Höhle, aber es ist alles nackig. Es ist richtig nackig. Die ganzen Versprechungen, die sie für die 1.18 gemacht haben, davon ist fast gar nichts gekommen. Und wenn dann nur so, ja, stückchenweise, heute ein Häppchen, morgen ein Häppchen, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie, das haben die nicht drauf. Also ich war mit Mojang wirklich glücklich. Zum Beispiel das Bienen-Update, das 1.16er Update. Alles, was sie versprochen haben, kam auch und ja, dann kam Microsoft, ja, wir machen dieses und jenes, ja, aber doch nicht jetzt. Jetzt machen wir es, na doch noch nicht jetzt und na, eigentlich noch immer nicht jetzt und ja, so ging es jetzt die ganze Zeit weiter. Ich weiß, dass die Präversion der 1.19, also der Snapshot, heraus ist, ich will ihn gar nicht probieren. Ich will ihn ehrlich gesagt gar nicht probieren, weil ich weiß jetzt schon, dass ich einfach nur angefressen bin. Da will ich auch nicht runter. Und hier wird es ein Zacken gefährlicher. Hier ist nämlich relativ viel Lava. Weiß ich, ob ich mich bis dahin jetzt noch vorwagen soll. Oh. Ich
höre was. Oh oh. Zombie-Villager. Ich gehe. Tschüss. Ah, schön hier. Komm mir bloß nicht nach. Er kommt mir nach. Ja, wo muss ich jetzt hin? In meiner Eile? Ich muss nach oben. Hören schon. Ja, das war's für dich. Ich bin weg. Hier gibt's noch ein paar Schätze zu holen. Und einen Creeper. Ich denke, ich verzichte lieber. Und komme mit den 7 Diamanten lebend davon. So, meine lieben Freunde, nach einem kleinen Höhlenabenteuer geht's jetzt nach oben und ich zeige euch, was ich so in letzter Zeit gebastelt habe. Vorher mache ich mir aber noch meine Picke. So viel Zeit muss sein. Meine Picke finde ich schnieke. Ich mache mir ein Schild und nehme es. Ja. Ach ja, ich habe es ganz vergessen. Falls ihr den Seed haben wollt, hier ist er. Was nehme ich denn jetzt mit nach oben? Nehme ich alles mit, mache mir oben Kisten. Ein Bett to go möchte ich mit haben. Moment. Na, eigentlich. Nee, muss ich nicht. Passt schon. Vergesst, was ich machen wollte. Ich weiß es ja selber schon wieder fast nicht mehr. Wie ihr seht, ich habe hier ganz schön gebuddelt. Es ist eh schon wieder Nacht. Ich hätte mich unten gleich hinlegen sollen. Ich lege mich besser nochmal hin. Oh je, da oben wimmelt's. Da oben wimmelt's. Ui, 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 ui. Ui. Meine Fresse, was war denn hier los? Ja, ich habe einen Brunnen gebaut. Ich habe jetzt die Spinnfäden nicht mit, die ich heute eingesammelt habe. Vielleicht läuft hier noch eine Spinne irgendwo herum. Ja, ein Creeper auf jeden Fall. Eseln habe ich nämlich auch hier. Ich liebe Esel. So. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Ich habe immer Angst, dass da ein Creeper gerade kommt. So. Da ist eine Spinne. Kommst du runter? Da ist auch ein Esel drin. Ich habe Hunger. Die kennt ihr vielleicht noch von meinem Server. Das werden wieder Wasserspeier werden. Und hier oben werden wir uns heute noch austoben. Wenn die Spinne hier die Güte hätte, herunterzukommen, damit ich sie platt machen kann, dann hätten wir auch, was wir brauchen, nämlich die Fäden, um uns ein paar Gerüstblöcke zu machen, um da schöner nach oben zu kommen. Habe ich meinen Eimer jetzt mit? Ja, ich habe meinen Eimer mit. Und deswegen brauche ich auch Leuchtmaterial aus dem Nether, weil ich will hier viel mit Redstone bzw. mit Redstone-Lampen arbeiten. Das soll ein Brunnen werden. Ein großer, großer Brunnen. Da oben ist die erste Dingens, wo es runterrinnt. Und natürlich hier
an den Wasserspeier nach. Blödes Vieh, komm hier runter. Bist du nicht willig, so... Wie ist sie denn jetzt? Da. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Die Itzi-Pizzi-Spinne kriegt jetzt auf die Nuss. Danke für die Fäden. Genau, die wollte ich haben. Auf die Frage hin. Kam schon vor, warum ich immer in Survival bauen. Ja, weil ich es einfach... Ich bin so gewohnt. Ich mag das, wenn ich mir das alles erstmal farmen muss. Wenn ich mich aufbauen muss. Wenn ich, natürlich Minecraft spiele. Ich werde es dieses Mal so halten. Ich werde einige kleinere Städte bauen, die in sich geschlossen sind. Und immer wieder auch neue Themen aufgreifen, also Stile. So dass wir verschiedene Welten hier haben. Und wir immer wieder eine neue Insel dafür suchen, beziehungsweise einen größeren Bereich freilassen und dann die nächste Insel bzw. Stadt bauen. Bietet sich mit den ganzen Biomen, die hier zusammenklatschen, eigentlich ganz gut an. Und wenn ihr ein Gebäude seht, das euch gefällt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Gebäude es ist. Und wenn ihr ein Block für Block Tutorial davon haben wollt, dann machen wir das auch. Ist mir natürlich eine Ehre. In eigener Sache noch, es ist eigentlich fast nicht erwähnenswert, aber ich hatte mal wieder so einen Drösel, der meinte, bei einem wirklich sehr alten Video schon von mir, eines der ersten, die ich gemacht habe, als ich wieder angefangen habe, noch mit schlechtem Equipment von Technikstand her, dass ich Scheiße erkläre und, also Scheiße hat er nicht gesagt, so fair müssen wir sein, ich erkläre schlecht und ich bin schlecht zu hören und schlecht zu verstehen. Das mit dem schlecht zu hören und schlecht zu versehen, das sehe ich ein, weil wie gesagt, das Equipment war noch alt, das Equipment war nicht das Neueste, das Equipment war nicht das Tollste und Beste. Aber auf einen Kanal zu kommen, um irgendwie stunk zu machen, das sehe ich nicht ein. Ja, wenn es konstruktive Kritik ist und ich merke, der sucht gerade ein Gespräch und möchte sich da mit mir zusammensetzen und ich habe diesen und jenen Vorschlag für dich, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber man hat sofort gemerkt, ich habe mich auf kein Wortgefecht mit ihm eingelassen, weil es ist einfach das... Es führt zu nichts, weil ich hatte das schon einmal, da hat sich eine Abonnentin Nadine eingemischt und gesagt, sie hat eigentlich, da ging es um eine Burg, die Burg schön nachbauen können, weil es gut erklärt war und der meinte nur, er hat Scheiße erklärt und du bist auch Scheiße und hin und her. Ich habe das dann gelöscht, weil allein schon so ein Spruch gegenüber einer Frau, das geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Und damit wir auf den einen Typen da jetzt zurückkommen. Es wäre nur darauf hinausgelaufen, dass genau so ein Wortgefecht entsteht. Ich habe ihn als Spam gemeldet und die Sache war gegessen. Aber falls du zusiehst oder jemand, der sowas macht, lasst es doch einfach. Lasst es einfach. Wenn ihr glaubt, ihr könnt es besser oder er macht es besser, dann macht es, aber lasst die Leute in Ruhe. Das bringt nichts. So, jetzt brauchen wir noch Wasser. Wasser gibt es gleich da unten. Hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können. Ein paar Eimer mehr hätte ich auch. Na, ich habe die Box habe ich dabei, also die Werkbank. Das geht schon. Ich weiß, dass solche Spitzfindigkeiten immer wieder mal auf Kanälen stattfinden, aber das muss einfach nicht sein.
Ich gehe auch nicht auf andere Kanäle und sage, ah, das ist scheiße, was du da machst, da bitte lösch dich oder sonst irgendwas. Habe ich auch alles schon gekriegt, so in meinen Anfängen. Aber ganz ehrlich, was bringt euch sowas? Finde ich, ehrlich gesagt, ich bin so der Typ, ich mache mein Ding, ihr macht euer Ding und damit ist gut und sollte auch gut sein. So, sind alle Eimerchen voll. 5 an der Zahl, passt. So, gehen wir mal wieder nach oben. Und schauen wir mal, ob ich Scheiß gebaut habe oder ob das genauso klappt, wie es klappen soll, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das Wasser läuft. Der wird natürlich noch ausgeschmückt, der wird noch anders aussehen, ja. Ich muss auch noch ganz schön buddeln hier rundherum und den gestalten. Und da ich das Glück mit diesen Tafelbergen habe, will ich mal viel mit Keramik hier bei den Böden machen. Ihr wisst ja, diese Keramikblöcke, die zusammen Muster ergeben. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie genutzt. Und jetzt glaube ich, für den Boden wäre das der ideale Zeitpunkt, das mal anzugehen. So. Wie komme ich hoch zu dir? Das sind... Habe ich mir eine kleine Falle gebaut? Aber vielleicht geht es von dir aus. Ja. Aua. Muss ich doch so arbeiten. Tut leid. Gut alt rüberbauen. So, einmal noch. Dann müsste es passen. So, müsste ich ans obere Ende rangelangen. Ja, hier ist der Auftritt bzw. der Anfang dieses kleinen Brunnens. Hoppala. Schauen wir mal, ob das genau so rinnt, wie ich es haben will. Machen wir wieder weg. Ja, ich sehe schon. Oh, aua. Sehr schön. Rinnt hier hinter den, hinterm Schwanz, rinnt es runter. Hinterm Schweif. Schwanz ist ein böses Wort, manchmal. So, jetzt müsst ihr noch Wasser geben. Das Ganze muss ich dann noch auffüllen mit Wasser. Na, das wird wieder eine Arbeit werden. Hurra! Wasser in Minecraft, man weiß es ja, macht nicht immer das, was es soll. Und meistens Probleme. Ich sehe nichts mehr. Wird aber ordentlich zappenduster mit dem Schäder. So. Der spuckt Wasser. Der muss noch Wasser spucken. So, die ersten Wasserspeier machen ihre Arbeit. Ich glaube, wenn ich da an einer Ecke die hochbaue, dann weiß ich auch, wo ich hingehöre mit denen. Dann kann ich die da wieder einsammeln. So, wie sieht es mit dir aus? Willst du da vielleicht irgendwann wieder raus? Weil ansonsten wirst du ja trinken. Ja, genau.
Ich werde dich schon irgendwie rauskriegen. Ich werde mir eine Leine besorgen. Irgendwann wird schon ein Händler vorbeikommen und ganz unabsichtlich einen Unfall haben. Ganz klein. So. Jetzt will ich noch kurz zu den Dorfes nach vor, weil ich habe da gesehen, da steht noch ein Netherportal, so ein halbfertiges, so ein halbgares. Das werden wir gleich mal abbauen und schauen wir mal, was in den Kisten dort drin ist. Und dass hier Bienen sind, das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt ist nur die Frage, wo genau. Da vorne sehe ich es schon. Von den Pumpernickeln hier nehmen wir auch ein paar mit. Habe ich dann noch Platz im Invi? Mein Invi sieht schon wieder so aus, wie es normalerweise ist. Komme ich da wieder zurück? Wir werden es erleben. Au! Aber ich kann ein bisschen Platz machen. So. Ich weiß, ich bin der schlimmste Inventarbob, den es gibt. Immer schon gewesen. Und ich Trottel könnte mir eigentlich ein Boot bauen, ne? Warum sagt keiner was? Oh, Höhle! Mit dreckigem Wasser. Alles im Lot auf Boot. Nee, das war kein Boot. So, jetzt ist es ein Boot. Ich habe gar nicht mehr alle Rezepte im Kopf, das ist eine Schande. Eine Schande ist das. Hey, komm. Hallo. Da oben sitzt meine Tochter und hört mir zu oder schaut mir zu. Ins Bett, Madame? Doch. So, schauen wir mal, was ist da drin? Oh, Magma-Block. Sehr schön. Sogar zwei Goldblöcke. Wahnsinn. So. Oh, rein Obsidian. Da ist sogar noch eins. Gut, jetzt ist sie weg. Die ist Minecraft darin durch und durch und sie will das unbedingt jetzt schon erleben, was ich baue. Da ist sogar ein Feuerzeug mit dabei. Was ich habe, brauche ich nicht bauen. So sieht's aus. Das roten Flash kann ich natürlich auch hier lassen. Und die nehmen wir noch mit. Dann haben wir schon mal drei davon. Soll ich die Feuerkugel mitnehmen? Nee. Braucht kein Schwein. Die Magma-Blöcke würde ich gerne mitnehmen. Gibt es irgendwas, was ich da lassen kann? Ja. In hier. Da ist ganz schön viel Magma mit dabei.
Das wäre jetzt schief gegangen. So. Hoppala. Das hole ich mir aber dann alleine, weil ihr wollt mir hier jetzt hier nicht minutenlang mit Sicherheit nicht zuschauen, wie ich da versuche. Das Obsidian hier abzubauen, das hole ich mir dann schon alleine. Ja, und ich würde mal sagen, wir beenden auch hier an dieser Stelle unsere Folge. Ist schon viel zu lang. Und wie gesagt, nächsten Samstag wieder Minecraft. Und wenn ich mit dem Let's Play bei Crash Bandicoot fertig bin oder nervlich fertig bin, dann gibt es natürlich wieder mehr Minecraft. Um Gottes Willen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.